Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Interior. Ich bin Katrin und heute richten wir ein Schlafzimmer im Boutique-Hotel-Style ein. Alles perfekt aufeinander abgestimmt, von der Farbe bis hin zu den Accessoires. Geht nicht zu Hause, meint ihr? Und ob das geht? Ich zeige euch wie. Und zwar Schritt für Schritt. Im Moment gibt es hier nur mein Bett. Als ich letztes Jahr in Oslo war, da habe ich in so einem süßen kleinen Boutique-Hotel übernachtet. Ach, das bleibt mir bis heute noch im Gedächtnis, weil es einfach so gemütlich war. Und da kam mir die Idee, kann man sowas eigentlich auch zu Hause einrichten? Ja, warum eigentlich nicht? Und genau das machen wir heute. Ich habe erstmal Ideen gesammelt und Inspiration gesucht bei Pinterest und Instagram. Und dann sind so die ersten Moodboards entstanden. Es ist viel zusammengekommen im Laufe der Zeit, bis ich irgendwann genau wusste, welches Konzept ich umsetzen möchte. Und zwar eine Kombination aus verschiedenen Grautönen und Schwarz-Weiß. Und die Grautöne, die reichen von Aluminium und Kieselstein bis hin zu Schiefer und Anthrazit. Ja, jetzt fehlt mir aber noch ein Gegenpart, ein Gegenspieler zu dem Ganzen. Da möchte ich ein dunkles, ein schwarzes Metall verwenden. Ich finde, überall so ein paar Akzente gesetzt, wirkt das richtig edel. Samt und Kord darf auch nicht fehlen, das habe ich auch noch so in meiner Inspiration. Und damit gehe ich jetzt zum Einkauf. In Hotelzimmern gibt es ja immer vorherrschend ein Farbschema. Ich habe meins Good Grey genannt, weil Grau, so wie ich das zusammenstelle, schön warm und freundlich wirkt. Übrigens, wusstet ihr, dass Illuminating Grey eine der Pantone-Farben 2021 ist? Wir liegen also voll im Trend. So eine Sitzbank hatte ich in Oslo auch, da konnte ich mir super die Schuhe zubinden. Brauche ich in meinem Schlafzimmer jetzt natürlich nicht, aber als Ablagefläche perfekt. Meine Lampe soll besonders sein und außergewöhnlich, sich aber dennoch in mein Konzept einfügen. Haha, genau sowas will ich. Ich nehme nämlich anstatt eines Schreibtischs, wie man das ja aus Hotelzimmern kennt, eine Konsole mit. Und in dem gleichen Stil packe ich mir auch noch mein Nachttischchen ein. Oh wow, was ist das denn für ein cooler Spiegel? Ha, der wird's. Mein Eyecatcher im Schlafzimmer. Überraschung, mein Schlafzimmer ist bereits eingerichtet und die Tapete an der Wand. Und schaut mal her, dieses feine grafische Muster, das wirkt jetzt überhaupt nicht business. Und das ist eben das Wichtige. Ich möchte zwar einen Hotelcharme, aber einen Boutique-Hotelcharme für Urlauber und nicht den Style für Geschäftsreisen. So, mein Bett kennt ihr ja schon, mit dem gepolsterten Kopfteil, wie man das auch aus den Hotelzimmern kennt. Kann man sich schön reinlegen, Fernsehen gucken, bisschen im Internet surfen, lesen, ach herrlich. Das Bett soll ja nicht so wuchtig wirken, die Gefahr besteht hier nicht durch die filigranen Metallfüße. Was im Hotelzimmer immer direkt auffällt, sind diese toll gemachten Betten mit einer farblich abgestimmten Tagesdecke. Und genau sowas wollte ich auch haben. Und die Kissen setzen dem Ganzen noch die Krone auf. Der Trick dabei ist, ihr braucht ganz viele Kissen, die farblich und auch vom Muster her abgestimmt sind auf die Tagesdecke und die Bettwäsche. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Ihr fangt an mit dem großen Kissen, dann folgt das mittlere und hier vorne legt ihr das kleine Kissen hin. So in etwa wie hier. Ist diese Leuchte nicht der Oberkracher? Total crazy, passt aber perfekt in mein Schlafzimmer. Und diese silbernen Kugeln hier harmonieren 1A mit dem Rest von meiner Einrichtung. In so einem stylischen Zimmer darf man auch gerne mal ein bisschen übertreiben. Und das mache ich jetzt mit diesem extravaganten Spiegel, der in der Nähe von meiner coolen Leuchte hängt. Und zusammen können sie dann richtig Alarm machen.
Mein Nachttisch und die Konsole hier, die bringen einen Hauch von Luxus in das Schlafzimmer. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass sie das Grau widerspiegeln. In Hotelzimmern ist weniger mehr. Auch bei den Accessoires verzichten wir auf Schnickschnack und deshalb habe ich mir auch nur zwei Bilder ausgewählt. Dafür aber sehr ausdrucksstarke Motive. Und die hänge ich nicht nebeneinander, wie man das eigentlich so kennt, sondern übereinander. Das schafft nämlich auch nochmal optisch Höhe im Raum. Ist das nicht großartig geworden? Mein Schlafzimmer in Good Grey. Da kommen noch gleich die schönen Urlaubserinnerungen wieder, oder? Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, euer Schlafzimmer umzudekorieren, müsst ihr natürlich nicht gleich mit dem kompletten Schlafzimmer beginnen, sondern vielleicht erst mit einzelnen Elementen starten, wie zum Beispiel der Kissenkunst. Ihr wisst ja jetzt, wie es geht. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne ein Like. Und wenn wir Themen angreifen sollen, die euch interessieren, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Ansonsten abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Bis bald, eure Katrin.